Das Mentale prägt sich bei den Leuten stärker ein und bleibt länger haften. Und es lässt sie träumen. Deshalb habe ich beschlossen, mich mehr ans Gedankenlesen zu halten, was ich heute fast ausschließlich tue. Ich persönlich würde das Gedankenlesen als Illusion eines sechsten Sinnes bezeichnen, die mit den fünf Sinnen geschaffen wird, die wir wirklich besitzen. Man schafft die Illusion von übernatürlichen Kräften wie Gedankenlesen, Hellsehen, Telekinese und so weiter, indem man dem Publikum zeigt, dass es ganz bestimmte Techniken gibt, die diesen scheinbaren Wundern zugrunde liegen. Wie die neurolinguistische Programmierung, die Statistik, die Psychologie, die Beeinflussung, die Körpersprache. Denk an irgendeine Zahl. Machen wir es kompliziert. Denk an eine dreistellige Zahl. Wenn du nur an eine Zahl denkst, könnte man glauben, ich hätte einfach Glück gehabt. Drei Zahlen sind schon schwieriger. Hast du sie? Leg deine Hand auf meine und versuch mir, die Zahl zu übermitteln. Sie ist nur in deinen Gedanken. Es ist eine 3 dabei, stimmt's? Ja. Wahrscheinlich mehr als eine 3. Konzentrier dich. Denkst du an 333? Stimmt's? Ja. Wenn ich das Zeichen gebe, kannst du es sagen. Caro 10. Das sind ganz normale Pokerkarten, ja? Doch durch die Kraft der Manipulation kann man die Reaktionen einer Person beeinflussen. Wenn ich dir sage, nimm irgendeine Karte, welche du willst. Diese? Bist du sicher? Was ist es? Karo 10. Du glaubst vielleicht, das ist Zufall. Gib sie in die Mitte. Ich zeige euch, wie man mit einer kleinen Manipulation noch einen Schritt weitergehen kann. Wenn ich die Karte nehme, die du ausgewählt hast, die Karo 10, und in die Mitte des Spiels gebe, so ist sie ambitiös und kommt nach oben. Machen wir es so. Um zu verhindern, dass ich die Karten manipuliere, lasse ich eine Hand in meiner Tasche. Öffne das Spiel mit einem Finger. Schau die Karte an und zeige sie deiner Freundin. Hast du sie dir gemerkt? Jetzt versuche ich, deine Karte verschwinden zu lassen. Bereit? Blase darauf. Kontrolliere, sie ist nicht mehr da. Doch es gibt eine Karte in meiner Tasche. Schau. Nimm sie auf deine Hand. Kontrolliere. Fehlt vielleicht deine Karte? Schau noch einmal alle durch. Vielleicht habe ich sie ganz unten hingetan. Nicht mehr da? Welche Karte habt ihr euch gemerkt? Die Kreuz 7. Tada! Das Wunder des Glaubens. Wenn man dem Publikum zu verstehen gibt, dass das, was es sieht, eine Art Zwischenwelt zwischen Realität und Fiktion ist, erlaubt dies den Zuschauern, sich Fragen zu stellen. Wenn jemand mich fragt, ist das wahr oder nur ein Trick, so sage ich oft, das musst du für dich entscheiden. Denk darüber nach und entscheide dich für das, was dir lieber ist. Du weißt nicht, was du gleich tun wirst? Hast du einen Ring? Leihst du ihn mir für einen Augenblick? Den wertvollen gibst du mir? Du traust mir. Nicht den teuersten? Schau gut zu, was gleich geschieht. Für ein paar Sekunden wirst du das Gefühl haben, in eine andere Welt einzutauchen. Schau. Der Ring fliegt. Nichts hält ihn. Halte einen Finger so, tiefer. Wow.
Er ist auf deinen Finger gefallen. Jeder deutet auf seine eigene Art, was er sieht. Und ich sehe vor allem bei älteren Menschen eine gewisse Neigung zum Übersinnlichen. Sie glauben ans Gedankenlesen, an übernatürliche Kräfte, religiöse Kräfte. Poteri sovrannaturali, forze religiose. Bei den Jüngeren hingegen stelle ich eine Neigung zu psychologischen Techniken fest, die eher auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzuführen sind. Also nehmen wir den Arm. Halten Sie ihn fest mit beiden Händen, in dieser Position. Ich habe kalte Hände. Umso besser. Enger zusammen? Ja, etwas stärker. Nicht zu stark, sonst blockieren Sie die Zirkulation. Gut so? Denken Sie an eine Zahl von 1 bis 50. Die erste, die Ihnen in den Sinn kommt. Sie können auch wechseln. Wechseln Sie 2-3 Mal, so sind wir sicher, dass Sie nicht beeinflusst wurden. Bereit? Ja. Denken Sie an eine Zahl zwischen 1 und 50. Sagen Sie sie. 7. Möchten Sie sie ändern oder sind Sie zufrieden? Ist gut. Drücken Sie fest. Dann lassen Sie los und reiben mit 2 Fingern meine Haut. Wir werden versuchen, die Zahl 7 erscheinen zu lassen. Sind Sie mental bereit? Einen Augenblick. Versuchen wir es. Reiben Sie die Haut. Und langsam verwandeln sich die Abdrücke ihrer Finger in eine Zahl. Man sieht schon etwas. Sie beginnt immer klarer zu werden. Die Zahl 7. Ein Junge erwartet mich. Kommen Sie. Ciao. Er heißt Federico. Er ist 19. Er macht Unterhaltung, aber Achtung, hier gibt es eine Medaille. Bist du nervös? Ziemlich. Das ist sein erster Auftritt im Fernsehen. Mit dem Auftritt im Fernsehen wurde eines meiner Ziele Wirklichkeit. Was das Ganze aber noch schwieriger machte, ich war in einer Live-Sendung. Den Daumen nach unten, dann machen Sie so. Ich musste gewissermaßen alles auf eine Karte setzen. Der spinnt. Im Fernsehen aufzutreten, live, zum ersten Mal mit einem Moderator wie Biggio Biaggi, der sehr viel von dir verlangt. Du musst die Zeit einhalten. Ich erinnere mich, dass ich die Zeit überschritten hatte. Er machte alles, um die Sache zu beschleunigen, und ich habe es nicht gemerkt. Diciamolo subito, tu hai un compito importante questa sera, perché tu sei il campione svizzero del cubo di Rubik. Das war ein fantastischer Moment, wirklich ein Wendepunkt in meiner Karriere. Erst muss ich alle Seiten anschauen, dann versuche ich es blind. Der Moment, als ich den Rubik-Würfel live im Fernsehen richtig zusammenstellte, war für mich der Anfang einer schwindelerregenden Nachfrage nach meinen Auftritten. Ich bewies dem Publikum, dass es besondere, spektakuläre Fähigkeiten dazu brauchte. Particolare, speciale. Siamo a 50 secondi e siamo alla risoluzione del cubo di Rubik! Bravo, bravissimo, bravissimo! Straordinario! Federico Soldati! Nach und nach habe ich eine gewisse Reputation als Gedankenleser gewonnen. Da erhielt ich unverhofft einen Anruf von dem Produzenten einer italienischen Talentshow. Si sono presentati come i produttori di Italia's Got Talent. Ich war mir nicht sicher, ob es gut war, all das aufs Spiel zu setzen, was ich bisher erreicht hatte.
In einer Show, die zwar Talente suchte, aber auch jene bloßstellte, die sich einfach nur bewarben, weil sie rein nichts konnten. Zuerst habe ich abgelehnt. Ich sagte ihnen, nein, danke, euer Angebot interessiert mich nicht. Der einzige Gedankenleser im Final, Federico Soldati. In dieser Box ist meine Voraussage von dem, was sehr bald auf dieser Bühne geschehen wird. 120. Santa Cruz. Eine kleine Kugel. Wenn er in seiner Box die drei Dinge aufgeschrieben hat, gehe ich. So unerwartet zur Berühmtheit katapultiert zu werden, war nicht einfach. Ich war an eine kleine, in sich geschlossene Realität gewohnt, den Kanton Tessin. Wenn du bekannt bist, kennen dich 300.000 Menschen. In Italien hingegen sehen dich über 7 oder 8 Millionen Zuschauer live. Das ist eine ganz andere Dimension. Ich öffne jetzt die Box und nehme den Inhalt heraus. Es ist ein Zylinder, den ich zuvor versiegelt habe. Es ist unmöglich zu beschreiben, was sich in jenem Moment in mir drin abgespielt hat. 1000 Dinge gingen mir durch den Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass ich unter die ersten drei komme. Fra i primi tre. 120 punti. No. Bravo! Era Santa Cruz. Wir sind absolut sprachlos. Bravo! Es gefällt mir, wenn das Publikum mir sagt, so schön, Sie haben Dinge gemacht, die ich bisher noch nie gesehen habe. Das hat mich dazu motiviert, Neues zu erforschen, nicht nur im Bereich der Magie, sondern auch was das Gedächtnis, das Kopfrechnen und vor allem das Gedankenlesen betrifft. Es gibt keine großen Geheimnisse, den Rubik-Würfel auswendig zu schaffen. Ich mische ihn durch und zeige genau, was ich denke. Ich übersetze jede Farbe in ein Bild. Bilder kann man sich einfacher merken als Farben. Gehen wir von einem festgelegten Punkt aus. In diesem Fall da vorn. Und wir haben auf einem Tennisplatz meine Cousine, die mit einem Bagger Eier verschiebt. Das ergibt absolut keinen Sinn, doch genau das erlaubt mir, mich daran zu erinnern. Was mich am Gedächtnis am meisten fasziniert, ist die Fähigkeit, sich an etwas zu erinnern. Ich weiß, das klingt vielleicht banal, doch sich die Verbindung der Bilder zu merken, ermöglicht einem, eine Sequenz von Zahlen, Karten oder Worten zu memorisieren, ja, sogar eine ganze Buchseite. Je schräger eine Information oder eine Datenfolge ist, desto leichter ist es für unser Gehirn, sich an diese zu erinnern. Eine letzte Szene, da war der Balkon meiner Großmutter. Da war Dagobert Duck. Sie machten ein Loch in die Luft. Wenn ich mich richtig erinnere, müssten noch 2 Punkte ausgetauscht werden. Dieser Punkt hier. Und dieser da. Um das zu tun, mache ich so und so. Und der Würfel sollte stimmen. Perfekt.